Was geht ab, Leute? Hier live und direkt mit dem Splash Mac. Ihr wisst Bescheid, mein Name ist Olli Balboa, Olli Bagno. Ja, das war ein Tipp von Madness, der meinte, zeig das mal dem Olli. Ja, auf jeden Fall, da kommen wir her. Ich habe ja mit Madness früher gefreestylt und gerappt und das ist unser Man, Ludacris. Sehr geil. Und das Mädel auch. Mann, in Amerika gibt es einfach Rapperinnen. In Deutschland ist das sehr, sehr schwierig mit Rapperinnen, die einen auch so wirklich technisch dann auch so weghauen. Sagst du von zu Nicki Minaj aktuell? Ja, ist auf jeden Fall nice so. Super nice, Alter. Ja, auf dem Beat auch, was wir da gerappt haben. Sehr geil, nice. Lude! Mittlerweile ja mit Justin Bieber unterwegs. Er macht ja Tracks mit Justin Bieber jetzt. Aber hey, Money Talk. Merchandise zerfetzt, Olli Bagno beim Arm drücken. Das darf ja nicht sein. Sachen, die man hier findet bei YouTube. Guck mal, ganz ehrlich, ich habe ihn unten gehabt. Guck mal, er ist unten. Er ist ein Gorilla. Weil guck mal, wie er mich jetzt... Guck mal, von ganz unten kommt er wieder. Guck mal. Unglaublich. Merchandise. Wo kommt das her, ne? Ey, ich muss wirklich zugeben, Urge ist ein Gorilla. Und ich bin ja schon bekannt dafür, relativ stark zu sein. Ich habe ja alle platt gemacht und so. Immer, egal wo ich bin. Und ich habe ja auch gegen, genau, ich habe ja aus Finger an bei dem Dreh zu Denkmal, da habe ich gegen Mo gedrückt, habe gewonnen. Und das war sozusagen die Rache. Die Rache. Aber ich, noch mal eine Revanche gegen Urge. Ja, auf jeden Fall. Urge will ich auf jeden Fall nochmal drücken. So. Auf alle Fälle. Frank ist auch sehr gut. Gordy ist tot. Wow, Sin City. Einer der besten Filme, die es je gab. Auch die erste Story finde ich am geilsten. Mickey Rourke. Wo er mit beiden Füßen durch das Auto der Polizei springt. Stand ja auch Pate für euer Video. Für Vögel. Ja, natürlich, natürlich. Übertriebener Film mit meiner absoluten Traumfrau. Und mit zwei der Traumfrauen sehe ich gerade. Ja, einmal Jessica Alba und vor allem Rosario Dawson. Das ist meine... Wow. Heiraten. Heiraten, bitte. Ja, was für eine Ästhetik, was für ein Kunstwerk. Ich stehe nicht so auf Comic-Verfilmung, so wie Hulk oder Spider-Man, aber das ist auf jeden Fall Klassiker. Kommst nicht dran vorbei, die Klassiker. Story, alles, wie das erzählt ist. Ist einfach ein perfektes Meisterwerk. Ein absolutes Meisterwerk. Diese Verfolgungsjagden. Wow, sexy. Und hast du den neuesten Film von Rodriguez schon gesehen, also der jetzt im Oktober lief, Machete? Nee. Mit Danny Trejo in der Hauptrolle. Naja, ultimativ trashig, aber ja. Super geil. Hast du Planet Terror gesehen? Ja. Wie fandst du den? Ja, naja, ist halt auch B-Movie-Style, also. Ja. Z-Movie. Ja, Machete fand ich besser. Guck dir das mal an, was für ein Meisterwerk. Ich würde gerne mal in so einem Film mitspielen. Da gab es ja auch mal irgendwie, glaube ich, so eine Nebenrolle in dem Film von Bela B. In Kings, www.kings-film.com kann man sich das reinziehen mit Bela B. von Ärzten und Mathis Landwehr und Claire Alkers. Aber aktuell nichts am Start, filmtechnisch irgendwie. Nö, gar nicht. Aber ich würde gerne wieder mal was drehen, so. Ich hätte da auf jeden Fall Bock, aber ich bin ja gar nicht in dieser Szene unterwegs. Ein Film von Florian Garg. Oh ja, das ist dieser Graffiti-Film, den ich leider immer noch nicht gesehen habe. Unbedingt nachholen. Mike Fiction. Genau, Damian Davis auch dabei. Den finde ich sowieso super, Mike Fiction, als Schauspieler auch und so, als Rapper auch. Das ist auf jeden Fall ein sehr krasser Charakterkopf, wie ich finde. Und er hat gesagt, er checkt mir immer ein paar Filmrollen. Holla at your Bagno. Nee, der ist echt gut. Ja, ich habe sofort ein reales Feeling so. Ich habe ja früher auch ein bisschen gemalt. Bin dann auch von den Cops. Stimmt, du hörst ja auch mal den Song, glaube ich, bei Sparring 3. Ist das okay? Mein Sohn, du Idiot. Meine Mama kann ihn definitiv nicht nehmen, Mann. Ich werde mir den sofort angucken, vielleicht ja. Hast du noch. Sehr authentisch, der Film, ja, auf jeden Fall. Schön. Sehenswert. Damian Davis ist ja auch sehr ein talentierter Musiker, ne? Ich finde ihn auch super.
Cooler Typ. Danke, also ich geh ins Bett. Achim ist absolut zuverlässig, okay? Achim ist dabei. Wir drei, Mann, du, Sino und ich, Mann, was will der Typ auf einmal? Achim ist dabei, okay? Achim ist dabei. Ich weiß ja, wie schwierig sowas zu spielen ist. Ich habe ja auch mal gespielt, wie gesagt. Und sowas echt wirken zu lassen, ist auf jeden Fall wichtig. Wir gehen raus jetzt hier. Raus. Ey, wir machen das jetzt. Ich glaube, man muss echt zuhören in so einem, beim Schauspielen, was der andere sagt. Und dann neu drauf reagieren. Und gar nicht jetzt so das auswendig Gelernte so runterrattern, sondern zuhören und drauf reagieren. Dann ist es natürlich, dann wirkt es natürlich, glaube ich. Aber das machen die echt super. Cool. Kenn ich nicht, wer ist das? Das ist Currency und Stally. Ja? Currency? Ja. Das sind so gerade so die Hype Boys der Stunde. Kenn ich gar nicht, Alter. Schöner Beat. Ja, produziert von Ski Beats. Er hat ja damals für Jay-Z so die ersten Sachen gebaut und er hat jetzt da so ein paar junge Leute um sich geschart. Und die gehen gerade in den Staaten voll durch die Decke und ausverkaufte Tour. Alle haben leichten Drake-Flavor, dieses leichte Kanye-Feeling. Ist ja, glaube ich, gedreht auf Jamaika, aber Kingston. Das tut Rap auch gut, Alter. So ein bisschen weg von diesem Roughneck. Vielleicht sollte man nach jedem Beat, wenn man gemacht hat, No Homo sagen. Aber abgesehen davon, super. Dieses leicht langgezogene am Ende machen die auch. Dass der Rhyme nicht so einfach wirkt. Sein Bart ist sehr hässlich. Freeway-mäßig, ne? Ist das Freeway? Ne, das ist Freeway. Das ist Stanley-Mann. Ja. Der Bart ist ein epic Fail. Baby, you watching Channel Zero.